Ah, guck mal, der Chat geht wieder. Mensch! Haha. Der Chat funktioniert wieder. Dafür geht was anderes nicht. Es muss immer wieder irgendwas nicht funktionieren. Habe ich das Gefühl. Heutzutage ist das Ding hinter mir. Die Leuchte, die da steht. Die will die, irgendwie. Nee. Irgendwie will die heute nicht. Deswegen sind die Lichtverhältnisse heute auf dem Tisch ein bisschen anders. Ein bisschen schlechter. Vielleicht. Maybe. Mal gucken. Schwierig. Mal kurz was machen. Startseite. Nee. Stream Manager, da will ich hin. Yes. Brauche ich nämlich gleich. Später, wie auch immer. Wir sind am Mittwoch stehen geblieben. Hi. Ja, Aurora. Schritt 3 haben wir gerade abgeschlossen. Ich würde gerade sagen, Schritt 4 haben wir abgeschlossen. Aber nein, wir haben Schritt 3 abgeschlossen. Das Schätzchen sieht jetzt so aus. Lichtverhältnis ist eher schwierig und es tut mir auch leid, aber ich kann es leider gerade nicht ändern. Ja. Wir haben auch hier den Kupfer wieder gefunden. Jetzt mehr orange aussieht als alles andere. Aber gut, meine Hände sehen auch komisch aus. Es ist oranges Licht, es ist mein normales Zimmerlicht, was gerade leuchtet. Wie gesagt, der Scheinwerfer hinter mir will nicht mehr. Der hat wieder beschlossen, es ist Zeit, nicht mehr zu funktionieren, aus unergründlichen Gründen. Also tut das nicht mehr. Müssen wir halt jetzt mit schlechterer Beleuchtung leben. It is what it is. Kann man nichts machen. Nun, jedenfalls, da sind wir stehen geblieben bei der Aurora und ich würde sagen, dann gehen wir mal relativ zügig in den letzten Schritt über. In Schritt 4 machen die Aurora fertig, um dann mit dem großen Schätzchen da hinten zu starten. Man sieht es gerade nicht, Moment. Mit dem Schätzchen da hinten. Die SG-1 Prometheus. Am I looking forward to it? Gespalten. Gespalten, meine ich. Aber egal. Wir haben hier ein paar Tüten. Was nicht viele Tüten sind, muss man dazu sagen. Also es ist... An sich ist es nicht mehr viel für die Aurora. Glaube ich. Hat ja noch ein Ersatzteil drin liegen. Moment. Und nebenbei die Misere mit den zwei dunkelgrauen Teilen. Ich hatte sie tatsächlich nicht. Das sind leider Dinge, die bei Blue Bricks passieren können. Man muss aber auch dazu sagen, Blue Bricks ist wenigstens so fair und sagt dann, okay. Die und die Teile fehlen dir, die ersetzen wir dir. Das machen sie dann immerhin. Ja. Ändert aber nichts daran, dass ich das jetzt für mich selbst so entschieden habe, sie einfach zu ersetzen. Ich bin hier gesegnet insofern, ich habe ja alle 6 Schiffe, die aktuell existieren. Die F302, die Beliskner, die Aurora, den Rave Cruiser, die Prometheus und zu guter Letzt das Alcash. Und ich hatte das, Fortuna war auf meiner Seite. Und ich habe das schöne Glück, dass ich tatsächlich die 2 Steine, die mir bei der Aurora fehlen, bei der F302 hatte. Als übrige Teile. Manchmal braucht man halt auch mehr Glück als Verstand. Habe ich so gehört. So, dann fangen wir mal an hier. Mit Kleinviech. Meine Lieblingstüten, Kleinviech. Aufschnippeln, diesmal wirklich darauf achten, dass da auch nichts. Ich liebe diese Schere. Ich muss sie entsorgen. Ich muss diese verschissene Schere entsorgen. Du kommst jetzt raus. Leer. Tüte weg. Ich sehe schon kommen.
Ich sehe hier ganz viele 1x1er in Dark Grey drin. Hier sind gleich zwei übrig. 100 pro. Safe. Weil das ist eine Sache, die mein Vater mir zum Beispiel noch erzählt hat am Donnerstag. Lego macht die Sachen ja tatsächlich noch selber. Blue Bricks lässt die Sachen meistens in Asien packen. So. Und die Asiaten haben es anscheinend nicht so sehr mit der Präzision. Dafür brauchen wir jetzt nicht drüber reden, welche Asiaten wir meinen. Vor allem, wenn es um das Thema Präzision geht. Da gibt es eigentlich nur einen Kandidaten, der dafür hochgradig bekannt ist. Viel Masse und wenig Klasse zu machen. Ne? Ich sehe schon wieder so viele Farben. Schalalala. Es fällt gar nicht auf, dass da Teile liegen bei dem Licht. Das ist unglaublich. Das ist Das Schlimme ist halt auch nicht. Auch ich weiß halt nicht, warum diese Leuchte da hinter mir sporadisch der Meinung ist, nicht zu funktionieren. Mal tut's es, mal nicht. Das ist weird. Ich werde mal versuchen, die über den Rechner zu schließen. Mal gucken, was dann passiert. Haha. Wahrscheinlich gar nichts. Und so viel wird das Mediaplan nicht mehr angezeigt. Hold on a minute. Was läuft da gerade? Star Citizen, das war mir klar. Er hätte auch Elden Ring sein können. Speaking of Elden Ring und Dark Souls, ich habe da noch einiges zu tun. Und vor allem, speaking of Dark Souls, ich habe jetzt rausgefunden, warum ich die ganze Zeit invaded, also nicht invaded, sondern rausgezogen wurde. Aus meiner Welt. Das lag an dem Emblem, was ich ausgerüstet habe. Alle Embleme, die ich habe, sind Embleme für Leute, die gerufen werden, wenn die anderen Hilfe brauchen. Dementsprechend wurde ich in der Farming Lobby halt dauerhaft gerufen. Schwierig an der Stelle. Das ist halt der Vorteil, wenn man sich mal wieder mit dem Werten L3P zusammenschließt. Der halt tatsächlich Ahnung von dem Game hat, im Gegensatz zu mir. Der hat mir das dann mal erklärt, was ich da eigentlich für einen Fehler gemacht habe. Ich so, oh, okay. Und deswegen ganz einfach, wenn man nicht gestört werden will in seinem Spiel, was macht man richtig? Man wird einfach ein Ritter der Sonne. Praise the sun, my dear brothers. Praise the sun. Wie war das? Oh, großer Held, hast du einen Tipp für mich, dass ich nicht mehr so schlecht bin? Ganz einfach. Geht gut. Stop trolling me. No, no. Just get good. Der einzige Tipp, den man bekommt. Egal. Wir kommen zum Thema Bauen. Jetzt. Aurora. Wir haben zweimal eine 3x3 Platte. Oh, das ist ja witzig. 2x3x3 Platte. Wir haben da drauf kommt ein 2x4. Slab. Eine 1x4 Slab. Und umgedrehte 4x4 Slab mit den Noppen oben.
So. Ah gut, mit dem Licht jetzt ist es ein bisschen doof. Gebe ich ehrlich zu. Aber... ist machbar, glaube ich. Vielleicht ist es auch besser für den Boss-Stream. I doubt it, but... ah, ne? Dann habe ich das Gefühl, dass ich von der Seite zu wenig beleuchtet werde, aber auch irgendwie nicht... weil wenn ich sie heller drehe, dann bin ich zu hell. Das ist doof. Na? Bin ich auf den Schirm gerade dran? Komm ich nicht, weil das ist die andere Leuchte. Das ist die hier. Wenn ich die andere nehme, dazu muss ich ein bisschen tiefer greifen. Wenn ich dran komme. So. Müssen wir beide hier drüben hinlegen. Ist ja schlimm. Wenn es heller mache, wenn ich. Der Bildschirm war das Problem. Okay. Ich habe auch nur diesen ekligen blauen Schein in der Fresse. Egal. Passt schon. So, also wir haben das Teil gemacht. Das gleiche baue ich ja nochmal diagonal gespiegelt. Diagonal gespiegelt. Ich baue es einfach nochmal gespiegelt. Deutsche schwere Sprache, Land, hey. So. Nochmal gespiegelt den ganzen Spaß hier. Und das Teil kommt dann, oder die Teile kommen dann so flügelmäßig hinten auf den Arsch. Ah! Chaos-Thiel, danke für den Follow. Und willkommen im Chaos. In meiner Welt des Chaos. So. Hi. Was baue ich? Ich baue von Stargate ein Schiff. Und zwar Stargate Atlantis. Von der Firma Blue Bricks. Die Aurora-Klasse der Antika. Kann man nicht anders nennen. Ist ein riesiges Mutterschiff im Endeffekt. Und später bauen wir uns noch was ganz Großes mit 2229 Teilen. Die Zahl klingt jetzt erstmal nicht groß, aber es ist groß. Die Prometheus. Die sieht man so ein bisschen im Hintergrund. Kamera und ich, ne? So. Bruder. Ja. Mal kurz die Kamera darüber. So sieht das ganze Schätzchen aus. Das kommt dann später noch dazu. Wir machen erstmal die Aurora fertig und dann machen wir das. Ja. Reiht sich dann ein in der relativ großen Serie an Stargate-Schiffen, die ich gebaut habe. Ich habe da oben nämlich schon drei andere stehen auf meinem Regal. Eins im Schrank in meinem Flur. Ja. Einmal alles zu mitnehmen, bitte. Und nebenher genießen wir die Musik von diversen Sci-Fi-Spielen. Die ich so auf meiner Liste habe. So, wir brauchen jetzt Scharniere. Und zwar brauchen wir Dark Metallic, wir brauchen Light Metallic. Und zwei Scharniere. Okay, wir brauchen zwei Scharniere. Das sind Dark Grey Scharniere, ne? Ja. Ich entschuldige mich im Übrigen für schlechte Lichtverhältnisse. Ich kann leider nichts dran ändern. Meine Lampe hat den Geist aufgegeben. Cooles Hobby. Oh, ja, geht, ne? Also, an sich war ich nicht mehr so dieser Lego-Bau-Typ. Ich nenne es einfach mal Lego-Bau. Ich bin immer so nett. Auch wenn ich am liebsten Lego boykottieren würde in der Nummer, aber ist egal. An sich bin ich nicht so der Lego-Bau-Typ. Aber ich bin so ein großer Stargate-Fan, dass ich dann gesehen habe, dass Blue Bricks diese Schiffe rausbringt und ich mir dachte, so scheiße. Das wird dann doch etwas schwieriger, das Thema. Jetzt, weil jetzt muss ich dann doch wieder unter die Lego-Bau kommen. Also, ich war früher als Kind. FBI, open up! Guten Morgen, Morf. Was geht? Also, zurück zu meiner Story.
Ich war früher war ich komplett auf Lego, also absolut. Nur mit der Zeit in meinem Leben habe ich mich halt auf ein paar Series festgesessen und sie haben immer mehr Series halt begraben, die ich halt gut fand. Und als sie dann meine absoluten zwei Series begraben haben, und zwar Bionicle und Exo-Force, war für mich eigentlich schon der Drops gelutscht und dann habe ich gesagt, sorry Lego, ab dem Punkt könnt ihr mich leider mal kreuzweise. Im Übrigen, was wir gerade gebaut haben, das ist wieder so ein kleines Turret-Aufsatz. Oh, das hinkriegt. Kamera, Kamera, ich weiß, das Licht ist scheiße, ne? Aber, komm schon. Wir haben hier so drei kleine Händchen auf einem Puck. Modified Plates. Und dann auf Scharnieren. Fokus will nicht. Mit dem falschen Licht geht's halt nicht. Gerade noch am Frühstücken. Rührei mit Speckwürfeln, etwas Apfel und Joghurt zum Nachtisch. Apfel. Kann man machen. Muss man aber nicht. So. Wir haben als nächstes eine silberne, wenn ich es richtig sehe. Ne, eine Dark Grey. 4x4 Platte. Zusammen mit einer 3x1 Platte. Zusammen mit einer 2x1 Platte in Dark Grey. Das ist Dark Grey. Und einer 1x1 Platte. Beziehungsweise. Ui, Punkte. Eine 5-Stream-Serie, Mensch. Läuft bei dir im Morph. Zur Rückwärts- und Backup, aber läuft. Warum läuft es bei dir rückwärts und Backup? Ganz einfach. Du tust dir tatsächlich meine Streams an. Zumindest gelegentlich. Hast du nichts Besseres in deinem Leben zu tun? Das klingt jetzt so, als wollte ich dich loswerden, aber das nennt man einfach destruktiven Selbsthass. Am Ende des Tages. So. Wie sieht es aktuell aus? Hier, Slabs, hinten eine 4x4 Platte. Die bronzene Slab dazwischen, dann kommt da unten noch ein Barren dran. Bronze. So. Barren sind spannende Teile, finde ich. Ist doch alles easy. Selbst wenn ich einen Stream verpasse, muss ich nur wieder drei gucken für 450 Punkte. Granted, ist was dran. So, da unten können wir ja zwei Scharniere dran. Scharniere habe ich hier. So, so. Unten drunter kommt dann noch einen 3x1 mit zwei Noppen. Die sehen dann so aus. Ehrlich, fällt es wieder nicht vorhanden. Es kotzt mich gerade so an, ne? Ich brauche mein weißes Licht hinter mir. Es ist schlimm. Willkommen zum Jammer-Stream. So, ist das jetzt richtig? Nein, ist falsch. Den kommt nämlich unten runter. So. Sieht das Ganze dann aus? Von unten, von oben. Jetzt komischerweise macht der Fokus mit. So, und die Zettel, die wir jetzt gebaut haben, die kommen hier an die Seite. Und zwar kommt hinten, kommt der hier drauf. Kommt der so da drauf? Kommt so da drauf. So, als Übergang zu dem Flügel oben. Und davor kommen die Turrets. War klar, dass die Hand loslässt. So. Tada. Das gleiche bauen wir jetzt eh nochmal für die andere Seite. Nee, noch nicht. Ich habe einen Schritt schon vorgenommen. Eigentlich dürfen wir den Flügel noch gar nicht haben, aber das ist egal. Das beobachten wir dann später. Das Problem. Problem. So. Jetzt haben wir zwei Dachschrägen. Erstmal finden. In dem ganzen Gewusel hier. Ich habe eine echt große Kiste mit alten Lego-Teilen geschenkt bekommen, wo sogar noch Teile von der Herr der Ringe von 2014 drin sind.
Wäre nicht meine Series, aber ist durchaus nicht verkehrt. Bei Herr der Ringe muss man tatsächlich Lego lassen an der Stelle. Hat viele neue Meilensteine für neue Steine gesetzt. Also für neue Accessoires für Minifiguren und so. Das ist bei Herr der Ringe ziemlich stark durch die Decke gegangen, das muss man denen lassen. Ich bin kein großer Herr der Ringe-Fan, ich bin eher so. Also, wenn man in Sachen Fantasy-Series geht, dann auf mein Haupt. Ich bin kein großer Freund von Mittelerde, dafür mag ich aber Hogwarts. Wobei ich zugeben muss, nach Harry Potter hat bei mir auch der Spaß aufgehört. Also, fantastische Tierwesen habe ich auch nicht geguckt. Also mag ich im Endeffekt Harry Potter. Könnte man so sagen. Ja, aber was mich sonst immer, also was mich immer kriegt, ist irgendwie Sci-Fi. Das ist schon cool. So, dann brauchen wir, das habe ich mir fast schon wieder gedacht, wie auf der anderen Seite, die zwei Schrägdächer oder Eckdächer. Das mit dem neuen Lichtverhältnis ist es echt schwierig jetzt zu bauen, ohne dass ihr nicht seht, was da passiert. Das ist so leicht ätzend, muss ich gestehen. Ist eine etwas harte Umgewöhnung. So, der ist nicht so stabil, finde ich. Das ist doof. Aber ist okay, glaube ich. So, und darauf packen wir jetzt zwei Viertelrunde Dark Grey 1x1er. Was man Lego auch lassen, also, oder Lego oder allgemein auch lassen muss, ist, man hat inzwischen so krass viele Spezialteile. Das ist fast schon beängstigend. Jetzt haben wir da vorne so eine schöne Runde vor. Ich muss gestehen, es geht von der vom Lichtverhältnis her, ne? Mal ganz ehrlich. Gut, Thiel kann mir da jetzt nicht großartig drauf antworten von Lichtverhältnissen her, weil er kennt die alten nicht. Aber Morph vielleicht. So, was bauen wir als nächstes? Wir brauchen wieder drei Scharniere. Wir brauchen nicht nur Scharniere, wir brauchen auch die dazugehörigen Basisteile. Drei Scharniere. Wir brauchen dann die Scharnierbasisteile. Wo haben wir die denn? Ah, da ist nur eins. Wahrscheinlich haben wir nur drei Scharnierbasisteile. Die ich jetzt einfach finden muss, im ganzen Chaos hier. Wo ist Nummer 3? Da. Den Wald voller Bäume nicht sehen. Okay, du bist jetzt auch so ein Sci-Fi-Typ. Verstehe. Das ist gut. Jetzt stellst du mir noch eine Frage. Du bist ein Sci-Fi-Typ. Magst du auch Videospiele? Wenn ja. Ich wüsste da eins, was man dir empfehlen könnte, wo du wahrscheinlich am Ende des Tages denkst, nee, ist mir zu teuer. Oder funktioniert mir noch nicht gut genug. Who knows? Das ist auch ein gern genommenes Thema hier bei meinen Baustreams. Tatsächlich das Spiel mit den Schiffen von Stargate zu vergleichen. Unglaubliche TV-Serie an der Stelle, meiner Meinung nach, aber. Naja. So, wir packen jetzt. Das ist nicht der Barren, den ich suche. Ich suche einen Barren. Einen silbernen Barren. Komm schon. Don't leave me hanging like this. Wirklich jetzt? Ist mir gerade ernsthaft erklärt, dass ich einen Barren zu wenig habe? Und bin ich einfach nur wieder kernbehindert blind? Das wird es wahrscheinlich sein. Kernbehindert blind bin ich nämlich. So. Also, was wir mit den Scharnieren machen. Star Citizen nennt es sich. Ist im Endeffekt ein Space Simulator. Mit krass detaillierten Schiffen. Und sehr Detailverliebtheit in allen möglichen Aspekten des Spiels. Das Gameplay kann manchmal etwas anstrengend sein. Zugegebenerweise. Aber ist trotzdem cool. Meiner Meinung nach.
Bis die gleich. So, dann haben wir einmal Einser in Silber, dann haben wir zwei einmal Einser in also wir haben zwei einmal Einser Plates Round und wir haben zwei einmal Einser Slabs Round, so wie ich sie nenne. Offizielle Bezeichnung ist eigentlich anders, aber ist egal. Ne, hier mag er den Fokus gar nicht. Hier mag er den Fokus überhaupt nicht. Jetzt. Kind of ish. So, und das kommt dann auf die Scharnier. Irre? Oben geblieben? Oben geblieben. Deutschisch. Deutsche schwere Sprache, ey. So, und zwar sind das jetzt wieder so. Untersetzte Scharniere. Hochgesetzte und breitgesetzte Scharniere. Quasi. Dass sie so klappen können. Ein Stück davon. Bautechniken wären wild. So. Wo kommt der Spaß denn hin? Ah, auf die 6er Plate hier. Zu den Turrets. Mass Effect. Ha! Zugegeben, Mass Effect Theme Songs gerade zu hören, ist ein bisschen ungesund für mich. Ist recht bei dem RPG, was ich gerade wieder nachlese. Was ich vor Ewigkeit mit meiner Ex geschrieben habe. Das ist nämlich ein Mass Effect Thema. Muss das so nackt? Nee, muss es nicht. Da noch was drauf kommt, glaub ich. Wow. Okay, so kann man es natürlich auch machen. Ich möchte gerne zwei von den Winkeln hier haben. Also wir bauen im Endeffekt das gleiche Ding nach wie gestern Abend. Warum sind da Moment, warum sind da? Ich wollte schon sagen, ich habe was falsch gemacht. Aber wenn ich schon das gleiche nachbaue wie gestern, wie Mittwoch, Entschuldigung, Mittwoch, dann muss ich ja wohl auch die richtigen Farben nutzen. Und irgendwie hatte ich gerade die falschen Farben. Weil das ist nämlich Dark Grey unter dem Kupferding. Und nicht Silver. Ich habe mich gerade sowieso, ist Dark Bluish Grey, ist das normales Dark Grey? Ich weiß es echt nicht. Das wird auch ekelhaft mit der Levitarus bzw. Daedalus. Wofür ich sowieso sehr spannende Pläne habe, muss man dazu sagen. Ich kann ja mal was aufmachen. Sag mal, Morph, erinnerst du dich noch an die Daedalus? Wie die aussah? Hi, Chaos Party, was geht? Da sind schon zwei Leute mit Chaos hier drin. Ist ja schlimm. Bisschen und WB Thiel. So, jetzt machen wir mal kurz was. Kann ich nichts für. Ja, ich weiß. Nebenbei kleiner Tipp: Smileys, ganz schlechte Idee. Mag Twitch-Chat so gar nicht. Also normale Smileys zumindest nicht. Weiß nicht, funktionieren. Bin nicht angezeigt. Fällt Ihnen was auf, Morph? Ja, normale Computer können halt keine Emojis. Können sie nicht. Das ist halt das Problem an der Stelle. Morph, von mir nicht beabsichtigt. Ja, alles gut. Alles gut. Ich find's halt nur witzig an der Stelle. Die Situation habe ich mir sogar... Ich bin ehrlich, Thiel.
In dem Moment, wo du gefollowt bist und hier drin warst, hatte ich schon diesen Gedanken, was passiert jetzt, wenn Patty um die Ecke kommt, beziehungsweise Tizia, ich nenne sie jetzt so, wie ich sie kenne. War zu erwarten. Modulare Daedalus, rar, ja. Im Endeffekt, bei der Levitarus bin ich unglücklich mit dem Triebwerk hinten, wie sie es gebaut haben. Und dann dachte ich mir so, okay, cool, muss ich mir Teile besorgen, um die Triebwerke besser zu bauen. Ich habe gerade nur die Hälfte mitbekommen. Alles gut, Tizia, alles gut. Ich habe mir nur vorgestellt, wie es sein wird, wenn tatsächlich du ankommst, nachdem Thiel auch hier ist. Beide mit Chaos. Es ist schon witzig. Für mich persönlich. I'm sorry? Ich bin ein einfacher Mann, okay? Ich finde sowas lustig. Ich könnte jetzt einfach sagen, hey Chaos, wie sieht's aus? Und beide fühlen sich angesprochen. Das ist ironisch. Daedalus, made by Volkswagen, bedient sich von modularen Querbaukasten. Ach, fick dich. Nee, eigentlich nicht. Nee, auf jeden Fall, ich bin halt unzufrieden mit der Bauweise von den Triebwerken hinten. Vor allem von den roten, die man hier sieht. Und deswegen war ich am Überlegen, mir andere Teile zu holen. Allerdings einfach nur so neue Teile zu kaufen, ist halt nicht so einfach. Und dann kam ich auf die Idee, warum mache ich nicht noch die Hangar-Variante dabei? So eine Doppelmod. Weißt du? Wäre doch geil. Das heißt, ich baue dann im Endeffekt den oberen Teil, die Plattform, baue ich dann in zwei Formen. Einmal mit dem normalen Kommandodeck und einmal mit dem Cargo-Deck. Auch wenn es weniger ein Cargo-Deck ist und mehr ein Ship-Deck, aber das lassen wir jetzt einfach mal so. Ach, Carrier, Entschuldigung. Es heißt Carrier. Deswegen. Also Ship-Carrier. Wird lustig, ob das von der Höhe her passen wird unter meinen Schrank. Ich bezweifle es, aber hey, das werden wir dann sehen. Am Ende des Tages liegt das Ding einfach auf dem Boden. Ohne Ständer. Daedalus mit. Kauf dir einfach so 5 bis 6 Stück der Daedalus, dann baust du dir einen Megasort der Power Rangers drauf. Ja, aber das Problem ist, ich habe nur zwei verschiedene Klassen drauf. Ich habe die Standardklasse und ich habe die Carrier-Klasse. Wo komme ich mit dem anderen Rest her? Was sollen die anderen drei sein? Ja, drei im Endeffekt. Wir haben jetzt im Endeffekt zwei Beine. Quasi, obwohl, ja, den Carrier würde ich als Bein nehmen und die normale würde ich als Arm nehmen. Okay. Aus zwei Daedalus kann man sich noch Hausschluffen bauen. geil. Ah, very comfy. Not. Das Traurige ist, ich überlege mir das gerade und frage mich ernsthaft, würde das Schiff das aushalten? Weil eins steht fest. Das Schiff ist stabil, was sie gebaut haben. Boah, das wäre so Plüsch-Daedalus. Wichtig? Plüsch-Carrier-Daedalus. Weil wo willst du sonst den Fuß reinstecken bei der normalen? Bei der Carrier geht's. Hätte da oben diese schöne Lasche. Den Hangar. Da kommt so der Fuß rein und der Rest des Schiffs ist einfach unter dir. Hast du so Schneelatschen im Endeffekt. Vorne breit, hinten schmal. Gott, wir kommen auf Ideen. So, wir haben jetzt hier vorne das Teil noch. Da muss noch eine silberne 2x4 drauf. Entschuldigung, dass ich komplett abdrifte. Vom Thema. Und wir nicht weiterkommen. Das sind so die Gründe, warum sich meine Bauzeiten so strecken. Normalerweise wäre die Aurora wahrscheinlich in einer halben Stunde schon fertig, wenn ich mich nicht so verquasseln würde mit Morph. Oder euch allgemein. Das klingt jetzt wieder beschwert, ist es aber nicht, ne? Also. Er senkt irgendwo im Maschinenraum, die Zehen kitzeln die Brücke. Morph. Du machst mich fertig, Mann. Du machst mich fertig. Okay, wo zum Geier habe ich jetzt das eine Teil, was ich brauche? Da. Ich hatte es vorhin schon in der Hand, deswegen liegt es hier vorne. Hier geblieben. So. Bleibt das jetzt so? Kommt da nichts mehr drunter? Doch, ich habe hier noch eine Noppe frei. Ich glaube, da kommt noch was drunter. Ah, warte. Nee. Kommt das nicht hier hin? Ich werde es sehen. Ich werde es gleich sehen. So, was wir jetzt auf jeden Fall noch bauen, ist
Mit einer 6x1. Da brauchen wir jetzt für 2 2x1er. In Dark Grey. Die kommen. Ah, okay, ich verstehe. Ja, okay. Die kommen jeweils mit dem Abstand zueinander auf die Plate. Das brauche ich aber auf Dark Grey. Dann brauche ich Dark Grey 1x1er. Die sich daneben begeben. Entschuldigung. So. Und da kommen dann Kupfer 1x1er mit Noppen drauf. Ja. Ohne Noppen drauf. Also doch mit Noppen drauf, aber nicht voller Noppe, sondern mit gelochter Noppe. Tatsache. Hätte ich jetzt mit Abstand nicht genommen, aber okay. Sieht dann so aus, der ganze Spaß. Ja. Und das kommt tatsächlich. Wie soll das gehen? Mit. Oh, warte mal, ich habe eine Sache vergessen, die ich nur brauche. Ich brauche noch den silbernen 2x1er. 2x1er silberne hohe Dachkante. Die kommen dann nämlich. Kann man das im Stream hier so sehen? Nee, kann man nicht. Die kommen dann nämlich. Auf die Oberseite vom Schiff. Den ganzen Kram hier drauf. Mich auch voll aufpassen, wo ich drücke tatsächlich, weil sonst macht sich das Ding selbstständig hier unten. So, dann haben wir da oben so Schornsteine oder so. Das soll das wahrscheinlich darstellen. Ich kann es euch nicht sagen. So, ich mach mal Desktop-Audio mit Desktop-Spiel da aus. Einfach das Prinzip. Genug von der Daedalus. Gut, das haben wir. Nächste Seite. Nächste Seite sagt Flügel. Ja, okay, das ist mir klar. Und das andere... Okay. Eigentlich hätte ich... Schornsteine? Ist die Aurora ein romantisches Dampfschiff? Also, romantisch mit Sicherheit nicht. Dampfschiff vielleicht. Ich meine, es ist ein Steampunk-Schiff. Also, ich kann mir gut vorstellen, dass es wirklich Schornsteine sind. Es können natürlich auch... Escape-Pod-Schleusen sein. Keine Ahnung. Es wird einen Grund geben, warum da Löcher drin sind. Sagen wir es mal so. Könnten auch Raketensilos sein. Das Ding ist 3 Kilometer lang. Also da würde eine Atombombe reinpassen. Theoretisch. Ich sag's ja. Wobei ich meine, die Antiker sind Leute, die keine Nuklearwaffen verwenden. Das wäre mir an der Stelle neu, dass sie das tun. I'm stupid. By the way. Ah ne, Moment. Ne, ich habe nichts gesagt. Alles gut. Das Teil habe ich ja schon gebaut. Habe ich das denn richtig gebaut? Mit dem 2x2 dabei? Ich habe die kurze Variante gebaut, ne? Ja. Die müsste länger sein. Hold on a minute. Ah, ne. Ja, also ich hab's fast richtig. Ich habe eine Sache vergessen. Bei beiden. Da kommen nämlich noch 2x2er Plates drunter. Die habe ich übersehen. Dann gibt es auch nicht so ein komisches Loch da oben. Dann ist das nämlich schön bündig mit dem Tower. Also hier eine 2x2er Plate. Kommt da so drunter. Dann schießt es da oben auch bündiger ab mit dem Turm. Ja, wenn man es mal von oben sieht. Oben, da war eine Lücke. Jetzt mit der 2x2 Plate. Was ist das? Kann ich Streamlabs sagen, Pop-Out-Chat? Geht das? Habe ich die Möglichkeit? Nö. Na gut. Dann mach ich mal kurz hier auf Twitch und oh, meine Waschmaschine ist fertig. Video-Stuff, Twitch, neuen Tab.
Mein Kanal. Nein, du wirst den Stream jetzt nicht abspielen. Hör auf. Stop it. Was mache ich sonst für Content? Das ist eigentlich so das Ding, warum ich frage wegen Videospiele, weil ich bin eigentlich normalerweise Gaming-Streamer. Normalerweise bin ich bei so Sachen unterwegs wie Star Citizen, Fortnite, Genshin Impact, ganz viel. Tatsächlich. Gelegentlich Toontown. Habe ich Rainbow erwähnt? Ich glaube nicht, das haben wir auch gelegentlich mal hier. Querbeet ziemlich viel. Also primär tatsächlich Fortnite und Genshin Impact und Star Citizen. Obwohl Star Citizen auch eher so in Etappen. Primär Genshin Impact. Eigentlich. Gelegentlich mache ich auch mal Solo-Projekte ohne Leute dabei. Aber das verläuft sich meistens im Wind. Quasi. Ich? Habe ich wieder irgendwas irgendwo verbuddelt oder was? Da ist. Ich sehe es einfach nur nicht, weil ich blind bin. Nach oben gehabt, okay. So. Machen Sie mal so, wie es da in der Leitung steht. Nach unten gelegt. Wir bauen im Endeffekt die Flügel von vorhin nochmal neu. Also noch ein zweites Mal. Mit zwei Slabs. Zwei Dark Ray Slabs, eine 2x1er und eine 1x1er. Spielst du Fortnite mit Leuten aus dem Chat? Selten, aber kann man machen. Aber meistens, wenn ich Fortnite spiele, ist keiner da. Auf YouTube hat mich schon wer angefragt, ob ich vielleicht mit der Person, ich gehe mal davon aus, Fortnite Festival spielen möchte. Man muss aber auch dazu sagen, wenn ich Fortnite spiele, dann nur 0 bauen. Punkt A, Punkt B, die Sondermodis, das heißt Lego Fortnite. Lego Fortnite würde ich zum Beispiel nicht mit Zuschauern spielen, sage ich ganz ehrlich. Das sind so Privatprojekte zwischen mir und meinen Leuten an der Stelle. Allerdings sowas wie Fortnite Festival, da würde ich jederzeit wen weiteres begrüßen, weil wir sind momentan ein Team aus 3 Leuten. 3 Leute ist eigentlich einer zu wenig, um die volle Playlist zu kriegen. Und bei 0 bauen, warum nicht? Ist nicht so, dass es schlimm wäre, mit Leuten da zu spielen. Sorgt zwar dafür, dass man mehr Gegner hat. Auf einen Schuss, aber meistens sind wir so räudig unterwegs, dass die Leute eh komplett off guard erwischen. Wieso sitzt das hier auf der Seite besser als auf der anderen Seite? Das verstehe ich irgendwie nicht. Was habe ich hier falsch gemacht? Was ist der Unterschied? Ehrlich gesagt, ich sehe ja keinen. Kein Unterschied. Doch, ich sehe den Unterschied. Gelenk ist. So ist besser. So, jetzt haben wir hier hinten die schöne Kuppel. So, als nächstes brauchen wir wahrscheinlich das Turret auch nochmal. Natürlich. Ich sag ja, symmetrische Bauweise und so. Ich muss gestehen, an sich hätte ich das eigentlich so vom Gefühl her gemacht. Da ich allerdings weiß, dass die Aurora sehr asymmetrisch gebaut ist und einen immer wieder überrascht mit den Schritten, wie sie gebaut wird, lasse ich es einfach mal. Bei der da hinter mir werde ich eskalieren. Sobald ich irgendwas erkenne, was es wird, sofort zweimal. Feuer frei. Ob ich dabei Seiten überspringe, interessiert mich ein Scheißdreck. Scharniere. Nicht verstecken. Zeiget euch. Oder nur zwei.
Können wir zumindest schon mal die anderen Sachen sammeln. Ich brauche den 2x2 mit einer Einzelnoppe. Dark Metallic. Das gleiche mit den 2x1ern. Und da ist auch schon das Scharnier, was ich suche. Guck mal, schau. So einfach geht das. Darauf kommen die drei silbernen Pucks. Wahrscheinlich habe ich keine mehr übrig. So wie ich das gerade sehe. Doch, habe ich. Die liegen nur ungünstig für meine Sichtposition. So. Kamera wieder Kuchensohn. Meine rechte Hand mag er nicht. Meine rechte Hand mag er überhaupt nicht. Bei der linken macht das, bei der rechten nicht. Das ist voll komisch. Ich guck gleich mal, ob ich die Lampe wieder zum Laufen kriege hinter mir. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich hat die heute wieder so einen Tag, wo sie sich denkt so, ne, heute will ich nicht, ob du willst und nicht. Es kann natürlich auch sein, dass ich in dem Ding kalte Lötstellen habe. Und aufgrund dessen, dass ich die letzten Tage meine Fenster hier aufgelassen habe, um hier die Temperatur ein bisschen runterzuholen, dass die Lampe sich deswegen denkt, so, Bruder, ne, sorry, aber, nö. Der Kontakt existiert nicht mehr. The contact you've searched for is currently not available. Anrufbeantworter und so, für ein Kabel. Ah! So. Jetzt baue ich zwei Flügel. Richtige Flügel. Ich bedenke, wie groß diese Flügel sein müssen, ne? Es ist unglaublich. Mein Mob sagt ja, das Ding ist 3 bis 3,5 Kilometer lang. Dann will ich nicht wissen, wie groß so ein scheiß Flügel ist. Wenn das ganze Ding da drüben 3 Kilometer lang ist. Lass das Ding 10, 20 Meter haben? Roundabout? Das ist schon ein ordentlicher Knaller, du. So, das wird gepaart mit einem Top-Sticky. Also Top-Stecker. Keine Ahnung. Im Endeffekt ist es ein One-by-One Modified. So. Take whatever you want. Was heutzutage als Modified heißt, ist eigentlich schon frech. Wo haben wir denn den Stecker? In einen. Ich sehe ganz viele Seitenstecker, aber ich sehe keinen Topstecker mehr. Jetzt haben wir nicht, der fehlt mir auch noch. Das ist ganz kriminell. Ich meine, ich kann gleich mal in die Satztüte gucken, ob da noch irgendeiner drin ist. Sieht aber schlecht aus. Ich habe sehr viele Switcher habe ich drin. Finde ich auch komisch. Wie kommt es, dass ich 4 Switcher übrig habe? Würde ich auch safe irgendwo vergessen haben. Ziemlich steckende Situation. Prost. Um mal zu sehen, wo der Flügel hinkommt. Kann ich eigentlich. Warum gehe ich eigentlich nicht hin und packe das Schiff einfach mal hier in mein Mikro? Damit jedes Mal, wenn ich das Mikro dahin. Das Schiff dahin stelle, irgendwelche Fehlgeräusche habt. Ha! Glaube ich aber überhaupt nicht. Warte. Ah, doch, ihr hört's. Ihr hört's, okay. Dann lassen wir das. Weil es wird durchaus unangenehm sein. Unangenehm. Mann. Was ist denn heute mit mir und Deutsch? Ist ja schlimm. So, dann haben wir die Flügel da drauf, wir haben das Turret da drauf. Nächste Seite. Oh, jetzt fangen wir mit der Unterseite an. Oh, jetzt wird's. Oh. Jetzt werden viele Platten gelegt, doch. Die Lücke, die wir da unten haben, füllen wir mit einer Plate. Cool. Also wir haben hier unten die eine Lücke, die halt zu dem Teil hier führt. Und ich dachte, da kommt noch irgendwas dran, aber nee. Da
Er kommt einfach nur, ganz simpel. Whoop. One by one played. That's all she wrote. Habe ich nicht gesagt, ich will Desktop-Spiele ausblenden? Meine Fresse. Dann brauche ich einen 2x4 ohne Löcher. Der kommt hier hinten drauf. Es ist natürlich jetzt grandios, dass sie jetzt hingehen, nachdem man schon die ganzen Dekoteile drauf gebaut hat, die total stabil sind. Nicht. Jetzt noch großartig Platten drunter zu setzen. Also reihenfolgentechnisch, da müssen wir nochmal drüber diskutieren, Bluebricks. Das ist ein schwieriger Fall gerade. So, dann kommt da noch ein 2x2er rein in die eine Lücke, die ich hier habe. Richtig? Richtig, da kommt ein 2x2 rein. Dann kommt da eine dicke Plate drüber. Wie gesagt, ich muss vorsichtig sein, wo ich drücke, weil manche Sachen sind jetzt nicht die stabilsten auf der Welt. Die Fläche bleibt nackig, okay. Ich kann gerade schon überlegen, was hier vorne los ist, aber das bleibt so, wie es ist. Ah, jetzt wird aufhören damit. Ah! Dann kommt hier nochmal eine 2x2 drauf. Auf ganz anders stabil. Machen wir so, damit das Licht vielleicht ein bisschen nachhilft. Vorne kommt eine 2x2 Plate. Ohne Löcher davor. Um daneben eine 2x2 mit Löchern reinzupacken, ja? Okay. Und daneben kommt eine 2x4 Plate. Ah. So, auf der nächsten Seite jetzt. Oh Gott, nein, das macht ihr nicht. Ihr seid unten genauso bodenlos unterwegs wie oben. Wirklich. Oh shit, here we go again. So. Wir haben den hier. Der ist eine Reihe. Da kommt der Silberne hin. So, dann gegenüber kommt ein dunkelgrauer. Das ist nämlich jetzt das, was ich meine mit diesem Abwechsel. Worauf ich nämlich mich wieder eingestellt habe, jetzt geistig, ist abwechselnde Farben. Auf ganz unentspannt. Ein 2x1er Halbrund. Nicht Halbrund, das heißt Halbrund. Ist, und Winkelteil auf jeden Fall. So, ich nehme jetzt die 2x2 einfach. Ich habe noch eine silberne, die kommt gegenüber von anderen hier oben drauf. So. Dann kommt die dunkle dahin. Dann die 1x2 in Silber. Habe ich gerade noch nicht gesehen, aber die dunkelgraue. Die kommt hier hin. Und dann brauche ich die silberne. Die liegt wahrscheinlich unter meinem Arm, der gerade eh fast am Abkacken ist. Hat sich nicht. Weil ich hier dann so einen ekligen Winkel halten muss. Ich brauche diese Kamera dringend da oben. Das ist schlimm. Jetzt finde ich auch das Unterteil hier. So. Und natürlich positioniere ich die zwei großen komplett falsch. Ah, bin ich ein Profi. Ich hob noch so ab. Nö. Viel Spaß, die abzukriegen. Wenn du nirgendwo einen Ansatz kriegst. Nee. Zeit für Werkzeug. Falsche Seite, ich brauche die Seite hier. Nee, nicht den, brauche den anderen. Ich werde es nicht so einhändig verdienen. Dann halt nicht, lege ich die Euro halt ab. Wenn du nicht mal mit dem Messer da reinkommst, dann weißt du schon, dass du ein Problem hast. Scheiße.
Oh, Decker, am I supposed to do this now? Ich hätte das Messer behalten sollen. Weil vielleicht komme ich auch mit der Nagelfeile runter. Das darf aufgehen. Und mit der Pfeile an sich. So. Ich nehme das ganze Ding hier ab. Versuche mal irgendwie hinzubekommen, die Teile runterzukriegen. Von der Seite aus, ja. Das geht. So. Ich drehe hier einen Teil nach dem anderen. Cool. So, Silber habe ich gesagt, ist gegenüber, ne? Von dem anderen großen, ne? Nämlich dahin. Ne, noch tiefer. Ach, Kurve. So züchtet man sich Fingernägel, wenn man sie nicht nutzt. So, jetzt haben wir's. So, gegenüber kommt dann eine dunkle. So, und dann oben kommen jetzt zwei dunkelgraue, abgerundete. Schrägen drauf. Und zwar innen. So. Jetzt haben wir es richtig. Noch eine kleine Sache zu meiner Person an der Stelle, was mir gerade noch so einfällt. Wer bei mir Quality Content erwartet, in Form von jetzt beim Videospielbereich von gutem Gameplay, den kann ich jetzt schon impfen. Ich bin Kacknoob. Ich kann gar nichts. Aim.exe ist nicht vorhanden. Brain.exe ebenfalls nicht vorhanden, wenn ich sowas spiele. Man könnte mich als Leroy Jenkins bezeichnen. Noch während der strategischen Zusammenschließung einfach reinstürmen und sein ganzes Team hops nehmen dabei. Leroy Jenkins! So, wir wollen jetzt nebenbei sowas ganz Kurioses, keine Ahnung. Don't ask me what it is. I don't know either. Yet, at least. So, dann haben wir noch einen Dark Grey 2x1, der da vorkommt. Dann haben wir noch so eine Dachschräge, die noch dazu kommt. Den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen und so, ja. So. Ich wette, müsste das in irgendein Panel, was irgendwo an der Seite kommt. Oh! Ja, ich nenne es mal Panel, das ist in Wirklichkeit ein dickes Turret. Dicke Kanone, die wir gerade bauen, okay. So, da kommen dann hier vorne zwei Dächer drauf. So, so, so. Ich hab's letztens schon falsch. Fälschlicherweise Schrägdach genannt. Der hat mich Tobi schon für gelüncht, aber. Ich weiß ja nicht, wie ich sie sonst nennen soll. Ist das andere Teil Silber? Ja, ist es. Okay. So, dann kommen wir von unten dran. Unten kommen. Dark Grey 2x1, Dark Grey 1x1 Plates. So. Daneben kommen
Hinge. Hinge ist falsch. Slopes? Slopes ist, glaube ich, das richtige Wort. Müsste ich mal auf Brickling gucken. Schmeiß weg! Ah. Ich bin schlecht. Das ist gut. Warum ist meine Maus schon wieder verstellt? Weil ich mehrfache Male mit dem Schiff auf meine Maus gedrückt habe. Geil. Ah. Shops, Gebastel, Bricklink. Nicht raten. My Wanted List. Stargate Mods. Brackets sind's. Das habe ich gesucht. Bracket. Das ist der Begriff, der fehlte. Bracket. Und Brackets. Aber wenn man das zugeben muss, der Begriff Bracket ist auch wieder sehr weitläufig zu sehen, weil es gibt inzwischen 20 verschiedene Brackets. Uff, ganz entspannt. Ich brauche ganz normal einen 3x1er. Hier. So. Das Ding nimmt ja langsam Gestalt an hier. Kommt noch ein silberner 1x1er drunter. Das macht für mich zwar keinen Sinn, aber da kommt ein silberner 1x1er runter. I take that. So, jetzt geht's ums. Noch eine Bracket. Warum machen wir nicht gleich alle Brackets drauf? Warum immer in so vielen verschiedenen Schritten? So. Dann kommt da hinten, kommt dieser Engelt silberne hin. Hier so. Jetzt arbeiten wir mal an der Seite hier. Ah ne, warte mal, hier oben haben wir noch was zu tun. Da kommen nämlich drei silberne One-by-Ones drauf. Und zwar One-by-One-Slaps. Welche Kondensatoren für die Waffen? Oder so, keine Ahnung. Jetzt brauche ich wieder so Dachschrägen. Drei Stück. Eins, zwei. Ja, Nummer 3 finden wir lustig oder auch nicht. Die kommen nämlich versetzt mit dem Winkel nach unten. Hier drauf. So. Dann kommt auf der hinteren Seite, kommt davon 2 1x1er in Dark Grey. So viel 1x1er, wie wir jetzt schon einzeln verbauen, ne? Ich weiß jetzt schon, dass wir nicht welche übrig gehabt hätten für den Schritt davor. Mit gegengesetzter 1x1 Dachschräge. Sehr wilde Bauform bei den Antikern, also. Ah. So. Dann haben wir vorne, brauchen wir einen Dark Metallic. One by one mit Stange vorne dran. Und da kommt ein Dark Metallic Technik Pin drauf. Was die erste Kanone bildet. Der wird abgeschlossen mit einer 3x1 Under Slap. Ich nenne sie Slap. Die sind wahrscheinlich nicht Slaps, aber ist egal. So, dann wird das ganze Ding von unten noch verkleidet mit den diesen halbrunden Dingern. Also mit den abgerundeten Dachschrägen, wie auch immer, keine Ahnung. Don't fucking ask me how they are called. So, um dann zu enden mit wieder Dark Metallic Grey. 1x1 Pin. Und da kommt so eine. Nennen sie einfach mal Lego Technik Fackeln auf.
Fokus nicht vorhanden. Ist egal. Focus is .exe stopped working. Ach so. Der kann nicht großartig tiefer. Das heißt, wir haben dann so ein das Geschütz quasi. Da kommt dann auch nochmal eine 3x1er Underslab drunter. So. Und montiert wird der ganze Spaß. Da, wo ich mich vorhin noch gefragt habe, warum das so komisch asymmetrisch offen ist. Muss ich genau schauen. Ich wetten müsste. So. Da so hin. Das ist schon ein dicker Wummer da vorne. Kann man so machen, würde ich sagen. Also machen. Jetzt haben wir schon eine Stunde drin. Geil. Schon eine Stunde im Bau. Noch nichts erreicht. Gefühlt. Aber viel gelabert. Brauchen wir erstmal einen Abschluss für das Ding, okay. Dafür brauchen wir drei 1x1 Switcher zusammen mit einer 3x1 Plate. Slab Plate. Sieht dann so aus. Ein Vorteil hat die Sache mit dem leicht roten Licht. Bei dem Lichteffekt sieht man die Kanten besser. Wir brauchen eine 2x1 Plate. Wir brauchen tatsächlich dieses Unterdach, was wir hier haben. Also das Ding. Kennt man wahrscheinlich noch von früher. Und wir brauchen einen 2x1er mit einer 1x1er Plate runter. Brauchen wir auch noch. So. Sie unten! Feinlass Counter 2. Warum 2? Den vorhin hat man nicht mitbekommen. So. Das Ganze bauen wir. Hier hin, die Einzelslab. Der Plate, dann die Plate mit der anderen Plate da drauf, daneben. Den Wechsler packen wir hier hin. Zwischen und das Dach ganz simpel einfach in die Kante. So. Und der ganze Spaß wird dann nochmal verkleidet mit einer Halbrunden hier drauf und drei Dächern auf der anderen Schicht. Abgeflachte Dach. Schrägen. Ja. Passt. Ich hätte noch eine andere Slip unter das Gelenk gepackt, aber hey. Ist nur meine Meinung. So, dann fangen wir vorne noch weiter an. Ich wollte gerade sagen, irgendwo habe ich einen Schritt übersehen, aber das ist der Schritt. Voll nicht schlecht. Wir bleiben direkt unten drunter. Logischerweise. Wir bauen ja gerade an der Unterseite vom Schiff. Wirklich? Jetzt hingefallen. Er rutscht mir halt einfach clean aus der Scheißhand. Scheißstein. Das wäre das Spyro aufräumen hier. Was passiert mir da ständig? Warum kann dieser Sitz nicht einfach mal aufhören, ständig an meinen Kabeln zu ziehen?
Schlimm ist das. Wozu hat man Armlehnen? Nicht damit Kabel damit gezogen werden. Der Nachteil natürlich ist, wenn man ein Headset aufhat und sowas baut, man hört nicht, wo etwas hinfällt. Man hört nur, dass es fällt. Man kann den Unterschied hören zwischen Boden und Nicht-Boden. Ach, Scheißendreck. Muss ins absolut fernste in die Wade gefallen sein. Ich finde es nämlich nicht auf die Schnelle. Haben wir noch nur Sand gerutscht. Egal. Scheiß drauf. Das ist ein Ding, was man später trotzdem noch montieren kann. Ist ja kein iCache, wo das wichtig ist. Ich habe hier noch einen zweiten davon. Wollen wir jetzt einen anderen Kram? Und zwar. Zurück zu der Ausgangsposition. Wir brauchen eine 6x1er. Die kommt hier auf die Seite. Daneben kommt eine umgekehrte Dachschräge in dunkelgrau. Mittig neben. So, eigentlich wäre hier drüben das silberne Teil, was ich gerade fallen lassen habe, aber das lassen wir jetzt liegen. So. Ah ja, die Anleitung möchte wandern, das heißt, wir verlegen sie auf dem Alter. Ah, cool! Klar! Ah, natürlich! Wir machen wieder farbenfrohe Welt. Mal Silber, mal nicht. Ich glaube, ich habe das eine Teil falsch gesetzt. Habe ich auch. Komm daneben. So. Silberdiagonal zueinander, Rest grau ausgefüllt. Ich habe da noch zwei Stück davon. Irgendwo. So. So. Aus irgendeinem Grund. Aus irgendeinem Grund packen wir jetzt hier noch. Ah, warte mal. Ich habe allein schon die Dachschräge falsch. Nicht die Dachschräge, die 1x1er. 1x6er Plate hier. Wo sind meine Demontageteile? Da. In der Situation kann man sie nutzen. So. Nämlich direkt hier dran. Jetzt war an dem Punkt angelangt, wo ich halt echt vorsichtig sein muss mit dem, wo ich meine Hände hinlege und wo nicht. Weil ich teilweise die Turrets abziehe. Teilweise die Scharniere bewege. Steine von den Scharnieren abziehe. Solche Geschichten. So. Dann nämlich hier mittig anscheinend zwei von den 2x2er Abrundungen. Wirklich? Von allen Sachen, die hätten abfliegen können, das Teil? Meine Güte. So. Kommt da unten noch eine 3x2er Plate drauf. Noch eine 3x2er Plate weiter hinten.
bin. So, hier neben. Ich habe auch gerade, ich habe was übersehen, was da noch dazu kommt. Soll ich genauer schauen. Eine silberne 1x4er kommt hier noch daneben. So, dann kommt die nächste silberne 1x4er kommt hier hin. Nur von der, die wir vorhin weggeschmissen haben. Zwei graue daneben. Ja. Das ist langsam unübersichtlich, was wo getan wird. Okay. Ah, klar. Natürlich. Wir füllen jetzt den gesamten Bereich hier. Da und hier unten. Mit Switcher Plates. Klar, das üblichste auf der Welt. Und jeden Tag ganz viele Switcher Plates verbauen. Macht doch voll Bock. Nicht. Ja, mit Sicherheit auch nicht die Neigung dazu, irgendwie aus der Hand zu fliegen, weil sie so klein sind. Oder einfach mal nicht dazu sitzen, wo sie hin sollen. Aber da ist dann so der Punkt, wo ich dann sagen kann, okay, ich habe Fingernägel, ich kann sie auf eine Zange verwenden, wenn es sein muss. Weil ich es nämlich an der Noppe fest. Das können nicht viele Menschen. An der Stelle. Ohne Fingernägel wird das schwierig. Zeugs wie eine Zange festzuhalten. Ich brauche noch für den extra eine kleine Spitzzange. Brauche ich zum Beispiel nicht. So. Haben wir das. Jetzt können wir das Schiff weglegen, weil das ist ein anderer Schritt. Wo ich nicht so ganz so weiß, wie er endet. Schmeiß weg! Wir fangen an mit einer 2x4 6x4 Plate. Brauchen dafür 2x2er Switcher Plates. Und zwar nehmen wir das zurück. Wir nehmen 2x2er und 8. Ne, 6. Entschuldigung. 6x1er Switcher Plate. Langsam wird's eng. Mit den Switcher Plates, mit den Solo-Dingern. Ich kann hoffen, dass hier noch keine mehr kommen. Ich bin jetzt schon leer. Ziemlich, ja. Man muss aber leider dazu sagen, im Singleplayer-Modus bin ich nie mehr unterwegs. Meistens noch. Also am meisten mache ich eigentlich Science Fiction RTS tatsächlich. StarCraft, Command & Conquer, solche Geschichten. Auch wenn ich zugeben muss, heutzutage gibt es eigentlich kaum noch gute Sci-Fi RTS. Muss man dazu sagen. Chronos 4 war ja so jetzt so der letzte Springer, wo ich mir sagen muss, ja, das wäre ganz cool, aber ich habe halt keine Zeit, das zu spielen, muss man dazu sagen. Und im Multiplayer-Bereich gibt's halt nicht so viel.
was nicht im Schatten von einem Star Citizen sitzt dann an der Stelle. Wenn man zum Beispiel jetzt als wenn man jetzt in die Ecke kommen möchte mit, wie heißt es noch gleich? Mir fällt der Name nicht ein. Elite Dangerous. Im Endeffekt Star Citizen in schlecht. Ja, es läuft flüssig, das ist das Einzige, was sie können, aber feature-technisch ist das halt echt ein Witz. No Man's Sky. Klassiker. Ein Singleplayer-Spiel, was vorgetäuscht hat, ein Multiplayer-Spiel zu sein und wo die Entwickler sich dachten so, ha! Wie reden wir uns jetzt raus? Ach ja, schon richtig, wir sagen einfach, unser Universum ist so groß, ihr findet euch einfach nur nicht. Schwieriges Thema an der Stelle. Der Spieler mag vielleicht ein Speichelecker sein, aber er ist nicht dumm. Man muss halt dazu sagen, No Man's Sky hat mich auch sehr hart enttäuscht. Bis heute. In Sachen Multiplayer. Was den Baseball betrifft. Story an sich bin ich voll dabei, ist super gut. Gameplay ist auch gut. Das viele Reisen wird manchmal ein bisschen hart anstrengend, meiner Meinung nach, aber das ist nur meine Meinung. Die meisten Leute mögen es, dass man so weit reisen muss. Gut, die Spielexperience habe ich mir ein bisschen versaut, indem ich das Spiel ein bisschen exploitet habe. Mit einem meiner Jungs. Aber Baseball ist halt wirklich eine Katastrophe in dem Spiel. Wenn du auf dem Land bleibst, alles easy, aber versuch einmal eine Skybase zu bauen. Nee. Keine Chance. Wirklich keine Chance. Du hast ein. Wobei es an sich schon eine Frechheit ist, weil du hast ein Baulimit pro Base von, ich meine, es waren 3000 Teile. Und wenn du wirklich eine große Base mit allem drum und dran bauen willst, mit Start- und Landeplattform und einem ordentlichen Design, was nicht einfach nur aus den Standardgebäuden besteht, also Standardräumen, keine Chance. Du kommst an dein Limit. Wirklich, so null und nichtig. Was die Sache ein bisschen schade macht. Ich finde das Spiel bis auf das Problem mit den Servern nicht gut. Ja, wobei Serverprobleme gehen so bei dem Spiel, finde ich. Da kenne ich schlimmere. Wesentlich schlimmere. Es ist ein bisschen wanky, aber es liegt auch daran, dass das Spiel halt eigentlich kein Multiplayer-Spiel sein sollte. Ursprünglich. Nie sein sollte und eigentlich nie wollte. Aber letztendlich ist es das dann doch geworden. Aber ja gut, doch, die Asynchronität von den Servern ist schon ein bisschen schwierig. Was auch schwierig ist, ist, also womit das Spiel auch nicht klarkommt, ist multiple Mutterschiffe. Da kommt das so hart ins Schwanken, das Spiel. Mögen die Server gar nicht. Weißt du, wenn zwei Spieler ihr Mutterschiff da stehen haben? Komischerweise steht nur eins von denen da. Und zwar primär immer das von der Person, die gerade spielt. Es ist unvorteilhaft. Das ist mir so noch nie passiert, tatsächlich. Da kann ich nicht mitreden an der Stelle. Also Synchronisierungsfehler hatten wir so nie. Da würde ich mir mal im Internet Hilfe suchen, was das sein könnte. Weil an für sich läuft das, meiner Meinung nach. Hä? Wann habe ich den schon verpasst? Ja. Dann eine 2x2.
Plate grau habe ich aber nicht. Ich habe eine 2x2 Single vernockt, aber nicht 2x2 Plate doppelt benockt. Also komplett benockt. Hä? Da habe ich wieder Teil durch die Gegend geworfen. Verschoben, wie auch immer. Nee. Also wird's kriminell. Und das ist der letzte Arbeitsschritt. Wie soll das Schiff halten? Habe ich irgendwo eine Tüte verloren? So komplett? Ich habe wieder viel zu viel rumgebastelt machen hier. Dann machen wir erstmal den nächsten Schritt. Wir haben zwei Slopes. In Dark Grey. Da werden sie auch schon wieder müde. Da kommen dann zwei silberne Grills drauf. Auf die Slopes sollen dann die Geschütztürme, okay. Ein Dark Grey. Jetzt könnte gleich ein richtig hartes Ende nehmen mit dem Schiff hier. Ich habe wirklich das Gefühl, dass mir eine Tüte fehlt. Okay, da sehe ich einen Fehler, den ich gemacht habe, glaube ich. Ja. Das Thema mit den Switcher-Plates sich wieder erledigt hätte. Es ist aber nichts daran, dass ich in dem ganzen Teil hier keine 2x2er verbaut habe. Außer wo sie wirklich hingehören. So auf die Wings hinten. Sind Single Plates. Hier hinten kann ich mir vorstellen, dass sie falsch ist. Ist sie aber nicht. Also die zwei Schritte übersprungen wir mal tatsächlich. Und gucken mal, wie wir so weiterkommen, weil so langsam sicher mache ich mir Sorgen, dass irgendwas nicht hinhaut. So, dann bauen wir jetzt hier. Das wäre jetzt traurig, dass ausgerechnet bei dem Set jetzt alles, wirklich alles schief geht, was so schief gehen kann. Und irgendwann muss was auch passieren, klar, aber
ein Fehler auftritt. Bei uns hat sich die Welt immer verdoppelt und der Progress von 4 Stunden war nach dem Verlassen weg. Habt ihr Baseball gemacht? Wenn ich mir so die Zeit anhöre, klingt das nach Baseball. Das endet dann wieder an dem Punkt, wo ich gerade bin. Dass nämlich ab einem gewissen Grad an Komplexität der Server einfach einen Riegel vorschiebt und ihr das gar nicht mitbekommt. Ursprünglich. Das kriegt nämlich nur der Halter der Base mit und da steht dann, plötzlich, wenn du, ich meine, das war, wenn du an den Base-Computer gehst, dass da was von einem Teile-Limit steht oder wenn du selber baust als Base-Besitzer. Das ist nämlich genau das, was ich vorhin meinte, warum No Man's Sky für mich an der Stelle eine herbe Enttäuschung ist. Weil du einfach ein Baulimit hast. Und das Baulimit hilft dir halt nicht. Im Gegenteil, es ist komplett kontraproduktiv zu dem, was das Spiel eigentlich sein will. Ich kann ja verstehen, dass man die Ressourcen von den Servern ein bisschen runterhalten muss, ne? Aber es gibt Grenzen. Und diese Grenze hat No Man's Sky hart überschritten. Mit ihrer Frechheit, wie sie die Sache angehen. So. Dann haben wir hier... Okay. Eine sehr interessante Bauweise. Warum auch immer man das so baut. I take that. Ja, da hat noch ein Slip zwischengepackt, aber ist okay. Nicht so hin. So, dann haben wir wieder so eine Flügelkonstruktion. Ist mir etwas komplexer. Und zwar brauchen wir dafür. Eine graue und eine silberne Unterseite. Da kommt dann ein Greifer rein. Einen Modified. Oh, Entschuldigung, falsche Seite. Ne, das ist der graue, das war schon richtig. Im grauen. So. Im grauen, da kommt dann der Engel rein. Umgekehrt mit dem Flügel zeigend Richtung Greifer. Das heißt so rum. Tut mir leid, dass ich euch gerade so relativ wenig zeige, aber ich muss halt wirklich gerade erstmal klarkommen, ob hier alles passt oder nicht. Und dafür habe ich nämlich so ein bisschen die Angst, dass eben nicht alles passt. Ich meine, es kann auch sein, dass ich ein falsches Teil habe. Das ist ja auch durchaus möglich. Und wenn das der Fall ist, dann ist es okay. Dann kann ich damit leben. Dann kann ich dieses Teil auch verwenden. Die Frage ist halt nur, brauche ich dieses Teil noch oder nicht? Dann haben wir hier die Flügel. Die kommen... Keine Ahnung, wohin. Also erstmal haben wir hier so ein komisches Teil. Das kommt hier in die Mitte. So. Und dann noch so ein Loch an der Seite. Warte, vielleicht kann man es so besser sehen. So ein bisschen. Dann haben wir jetzt die zwei Flügel noch gebaut. Ah ja, was wir noch haben ist... wo habe ich es jetzt? Ich verlege meine Teile da. Hier. Das Teil kommt dann nämlich hier vorne drauf. So. Ja. Nehme ich das doch auch da drauf. Wenn es sich biegen lässt. Was es nicht will.
die halt hart widerspenstig sind. So, jetzt haben wir's. Haben wir dann noch einen gewissen Grad an Symmetrie in der ganzen Geschichte. So. Haben wir das, haben wir das. Jetzt haben wir die zwei Flügel. Die zwei Flügel werden montiert. Ah ja. Ja. Werden hier hinten drauf gepackt. Das selber neben selber kommt, der überrascht mich gerade ein bisschen, aber egal. So, hier kommen die hin. Zwei Flügel. In einem 45 Grad Winkel ungefähr, genauso wie die oberen Flügel. Eigentlich. Mal so eine Art Kreuz darzustellen. Warum? Keine Ahnung. Muss man die Entwickler von Stargate fragen. So, dann brauchen wir diese 2x2 Wings. Da kommen dann Engel-Switcher drauf. Also nicht Engel-Switcher, da kommen Plates drauf, ganz normale. Auf die Plates kommen 2x1er Plates mit einer Noppe drauf. Dann kommen die Flügel von unten wieder. Jetzt muss ich noch mehr vorsichtig sein, wo ich was anpacke. Deswegen die Löcher, okay. Hier neben. So. Dann bauen wir uns ein neues Turret. Die Turrets, das Ding, das ist schon krass. Wollen wir auch mit wie wenig Teile, die sowas bauen. So, da brauchen wir einmal das normale Turret. Jetzt brauchen wir noch die etlichen Knarren, die wir noch rumliegen haben. Knarre in Form von dem Werkzeug. Knarre. Ein Stück. Kommen dann. So da drauf. Kamera. Sein, auch wenn sie es nicht will. Fokus. Das Belag ist nicht vorhanden. Machen wir noch zweimal und zwar gespiegelt. Theoretisch. Praktisch gesehen ist egal, ich kann es eh drehen. Das kommt dann unter den 2x3er, den wir hier vorne haben. Wie war das mit? Ich wollte es gespielt bauen. Ich hab Scheiß gebaut. Yes, indeed, indeed. Haben wir hier zwei Plates. Einmal Silber, einmal Dark Grey. Zusammen mit einer also zwei 4x4er Plates. Dann eine 4x1er Plate. So, darauf kommt eine 6x1er Plate. Ah ne, dann kommt vorne nochmal eine silberne. 4x1er, dann kommt darauf eine 6x1. Dark Grey mit einem Silver Slab und einem Grey Slab. Hätte man vielleicht auch ein bisschen stabiler bauen können, aber ist egal. Wir stehen kurz vorm Ende. Das ist noch okay. So, darauf bauen wir dann ein Dachteil, noch ein Dachteil. Auf das Dachteil noch ein Dachteil.
Move Part Stacking. Und unten drunter kommt ein. Meine ich zwei Wings, ne? Ja. Von Silberne. Und ich meine, ich habe auch schon mal Dark Grey's Wing gesehen, aber irgendwie. Nö. Irgendwie. Leider, nein, leider gar nicht. Komisch. Sehr, 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 sehr komisch. Mir alles fehlt. So, dann haben wir einen 2x2 Brick. Mit zwei Engeln. Dahinter kommt ein Kupferblade. So. Das Teil kommt hier in die Ecke. Ja. Während dieses große Chunky-Ding, was wir gerade gebaut haben, kommt hier auf die Seite. Eine sogar. Ja. Der Höhe. Wie gesagt, ein Wing zu wenig, das muss ich gucken, was da los ist. Irgendwie ist bei mir gerade richtig der Wurm damit teilen. So. Wann kam die gelochte Platte ins Spiel? Da hinten kam die eine gelochte Platte ins Spiel. Das erklärt auch, dass ich den hier zum Beispiel nicht brauche. Das ist einfach nur ein falscher Stein, das ist okay. Genauso wie die Slope wahrscheinlich einfach nur falsch verbaut war von mir. Vielleicht brauchte ich irgendwo eine silberne und habe jetzt eine dunkelgraue. Wenn zwei Turrets drauf kommen. Die Geschichte kommt im Übrigen dann. Ja. Haben die nochmal hin. Weiß nicht mehr. Weiß es echt nicht mehr. Die kamen eigentlich hier hin, ja stimmt. Die kamen da drauf. So. Und hier unten kamen die ganzen Antennen drauf, die ich noch hab. Habe ich gerade übersehen. Und dann passt das Ganze so ein bisschen zumindest. Frage ist mir halt nur, wann habe ich die gelochte Platte übersehen? Ich hätte verbauen sollen. Ich frage mich sowieso, wie soll das auf den Ständer gehen? Der Ständer ist viel zu hoch. Mit der Stange. Dass es halten wird. Wird nie im Leben funktionieren. Never ever. Never gonna ever work. Was sie da vorhaben. So. Oder wie so ein Fächer. Wie unten so eine Turret. Armada. Haben hier oben diverse Turrets. Also das ist wirklich ein richtiges Kriegsschiff hier, ne? Es ist. Merkt man. Turrets, riesige Kanone. Turrets, noch mehr Turrets. Bis auf die Zähne bewaffnete Ding. Bildet zwar auch viel Trefferfläche, aber. Wann habe ich den einen Schritt übersehen? Wo ist meine Wingplate? Da kam Clean Needle noch Plate hin. Wie haben die sich das vorgestellt? Das Ding kriegst du auch niemals da drauf. Oh, kann man doch.
hier noch tiefer reindrücken. Okay. That's a detail I did not know. So. Dann passt die ganze Sache dann doch wieder zusammen. Tada! Naja gut, hält immer noch nicht so richtig. Muss eigentlich noch tiefer rein. Geh ich aber gerade nicht hin. Womit kriege ich denn die Stange tiefer rein? Werkzeug. Also von allen Stellen ist eindeutig der von der Aurora der instabilste. Hundertprozentig. Der Stelle ist eine Katastrophe hier. Der hält nix. Gar nix. Nada, niente. Aber Hauptsache das Schiff steht drauf. So. Tada! Aurora haben wir fertig. Dieselbe Enttäuschung. Rücken Set. Peace.